Hi, hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir, Bastian, dem Wurmprinzen. Ich habe heute ein richtig cooles Video. Zum einen geht es darum, dass Mark Forster bei dir zu Hause übernachten könnte. Dazu gibt es gleich im Video mehr. Und zum anderen war ich Duftkerzen shoppen und eine davon ist für euch. ziemlich verrückt, ich weiß, im Sommer Duftkerzen. Ich liebe Duftkerzen das ganze Jahr über. Egal zu welcher Jahreszeit, Duftkerzen gehen immer. Hier hinten steht meine Yankee Candle Lake Sunset, mein absoluter Lieblingsduft. Dieser Duft, der strahlt für mich Eleganz aus, Süße, Wohlbehagen und ist einfach ein richtig edler, eleganter Duft, der sehr, sehr süß ist und sehr schwer, aber ich liebe es einfach. Hat so eine leicht fruchtige Note noch dazu, kommt immer gut an und duftet wirklich schön. Und da habe ich mir online erstmal neue bestellt, also einen großen, weil der ist jetzt schon wieder leer. Oh, ich kann mich reinlegen. Ich habe mich neulich mit einer Duftexpertin unterhalten, die hat das sogar studiert und ist da so in dem Thema drin gewesen. Und ich habe gesagt, boah, weißt du was, wenn wir schon über Düfte sprechen, ich liebe Yankee Candle Düfte und weißt du, welchen Duft ich besonders gerne mag? Und sie so, Lake Sunset, ich so, ja. Sie liebt diesen Duft auch und ich habe mir dann sowohl einen großen als auch so fünf kleine noch dazu bestellt. Wenn man nicht so viel Zeit hat, dann würde ich diese empfehlen, weil die wesentlich schneller flüssig werden. Und die anderen, na, da gibt es ganz gewisse Tipps zu, wie ihr eure Duftkerzen perfekt behandelt, damit ihr so lange wie möglich etwas davon habt. Das Video dazu verlinke ich dir unten in der Infobox. Schau es dir bitte unbedingt an, denn so kannst du wirklich alle deine Duftkerzen vernünftig und richtig behandeln. Das eigentliche Thema, beziehungsweise eigentlich wollte ich das Video machen, weil ich so richtig edle, richtig, richtig coole Duftkerzen gefunden habe, aber dazu gleich mehr. Denn ich wurde gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auf ein Gewinnspiel aufmerksam zu machen, was ich so geil finde. Wenn es nicht zu meinem Thema passen würde, hätte ich es nicht gemacht. Aber es geht ja ums Wohnen und um die Aktion Band sucht Bleibe. Heißt, du kannst dich bewerben mit einer aussagekräftigen Bewerbung, Fotos deiner Wohnung und dem Argument, warum Mark Forster zu dir nach Hause kommen soll, bei dir übernachten soll, zusammen frühstückt, ne? Finde ich richtig cool. Ich würde ihn am liebsten zu mir nach Hause einladen und würde dann wahrscheinlich mit ihm singen und ihn fragen, ob er mich nochmal flashen kann. Flash mich nochmal, so wie beim ersten Mal. Baby, baby, da, 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 da. Und wenn du da bist, gehen alle Lichter an. Ich liebe das einfach und ich verlinke euch mal unten den Link bandsuchbleibe.de. Wenn du noch keine eigene Wohnung hast, sondern noch bei deinen Eltern lebst, dann kannst du trotzdem mitmachen, wenn deine Eltern damit einverstanden sind und du unter 18 bist. Den Link findest du, wie gesagt, unten in der Infobox. Ich finde, das ist eine ziemlich coole Aktion. Wann hat man schon mal die Chance, dass sein Idol zu einem nach Hause kommt und da auch noch übernachtet? Also wie gesagt, ich verlinke euch das Ganze unten in der Infobox und wünsche euch allen viel Spaß. Und wenn einer von euch das gewinnt, von meinen Zuschauern, ich schwör's euch, wenn ihr nicht weit von hier weg wohnt, ne, ruft mich an, ich komme vorbei. jetzt kommen wir aber zu den Makala. Und zwar ist das von DW Home. Die habe ich bei TK Maxx entdeckt. Das sind insgesamt vier Stück. Einmal diese hier, Tropical Punch. Dann einmal Fresh Pineapple. Hier haben wir dann nochmal Palm Leaves. Und wir haben den Duft Calm Ocean. Die habe ich entdeckt und die kosteten nur 7,99 Euro. Ich dachte so, Basti, oh mein Gott. Mein Mann und ich haben dann gleich erstmal alle Kerzen gesucht, die von dieser Marke da waren. Weil bei TK Maxx, die Duftkerzen sind so oft in so schlechter Qualität. Und da dachte ich mir, nee, komm, guck mal, vielleicht riechen die gut. Und die riechen so, so toll. Die haben dann jeweils nochmal farbig zur, passend zur Farbe, den richtigen, passend zum Duft, die richtige Farbe. Das ist hier zum Beispiel Fresh Pineapple. Das riecht so, so gut. Das riecht ganz leicht cremig mit einem fetten Hauch Ananas. Wirklich, wirklich toll. Ich wusste gar nicht, dass es diese Marke gibt bis vor kurzem, bis ich sie dann eben bei TK Maxx entdeckt habe und mal online geguckt habe. Richtig cool. Und ich werde euch einen der beiden Düfte hier verlosen. Und zwar entweder Fresh Pineapple oder das war jetzt Tropical Punch. Den muss ich auch nochmal riechen. Wie riecht denn Tropical Punch? Dip, 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 dip. Oh, der sieht auch cool aus. Guck mal, da ist das Glas orange. Und der riecht
Oh, der riecht richtig gut. Auch wieder diese cremige Note. Alle diese Duftkerzen haben eine ganz cremige Note. Der riecht so fruchtig nach Pfirsich, Zitrusfrüchten. Der schreit richtig nach Urlaub. Den könnte ich mir vorstellen, abends auf der Terrasse anzumachen oder auf dem Balkon. Tja, jetzt verschenke ich ihn an euch. Also einen dieser beiden Düfte, den verschenke ich an euch. Das ist keine Verlosung, sondern ich verschenke es. Wer diesen Duft haben möchte, also ne, an meine Abonnenten, abonniert meinen Kanal. Aber ich möchte ihn verschenken. Und wer ihn geschenkt haben möchte, der schreibt mir einfach, wann und wo ihr diesen Duft anzünden möchtet. Dann werde ich auf Instagram nochmal ein Foto von dieser Kerze posten. Da könnt ihr nochmal eine geschenkt bekommen. Da dasselbe Spiel, postet einfach einen Kommentar drunter, folgt mir auf Instagram und schreibt mir, warum ihr die Kerze haben möchtet und wo ihr die einsetzen würdet. Jetzt zeige ich euch aber trotzdem nochmal die Düfte, die ich mir geholt habe, und zwar Calm Ocean. Schaut mal, da finde ich die Verpackung so elegant. Das sieht so gut aus. Hammer. Es wirkt alles sehr hochwertig und der riecht wirklich natürlich im Blau. Und ich verbinde das mit auf dem Katamaran übers Meer fahren, einen leckeren Drink in der Hand, unter dem Netz sieht man das Wasser. Toll. Riecht wirklich super. Ja, mal meine Frage an euch, benutzt ihr auch Duftkerzen im Sommer und seid ihr auch so Duftkerzen bekloppt wie ich? Lasst es mich unbedingt wissen. Und jetzt nochmal Palm Leaves, weil ich liebe ja Palmen, sieht man ja hier so, ne? Ich habe große Kentia-Palmen zu Hause und toll, toll, toll. Und der riecht wirklich grün. Dieser Duft riecht grün, ich sag's euch. Der riecht tatsächlich so ein bisschen nach Palm, aber und vor allem hat er auch wieder diese cremige Note und dieses, ich weiß, ich kann das gar nicht beschreiben, das riecht wirklich wie Urlaub. Als wäre man am Strand oder an der Palme und eben wie nennt man das? Grüne halt, so pflanzliche. Das riecht man da auch aus. Wirklich richtig cool. Auf gar keinen Fall das Gewinnspiel vergessen mit Mark Forster. Bandsuch bleibe, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich drücke euch allen sowas von die Daumen. Ich hoffe, dass einer von meinen Zuschauern oder meinen Zuschauerinnen gewinnt. Dann, wenn es nicht ganz so weit weg ist, bin ich dabei, Freunde. Wir jubeln und freuen uns dann mit Mark. Also, Dankeschön fürs Einschalten. Ich verlinke dir gleich am Ende nochmal mein letztes Video. Schau unbedingt rein und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder. Bis deine Antenne. Tschüss. Naja, ich bin so der Flippige und bin so die Carrie Bradshaw. Klar. Und das hätten sie wohl gerne, ne? Ja, ich wäre gerne Carrie. Ich würde jeden Tag hübsche Kleider tragen.